Kunis Gaming Area und ja, wie versprochen, Dienstag gibt es The Witcher. Heute leider ein bisschen verkürzt, denn ich habe später noch einen Besuch. Dementsprechend geht das Ganze heute nur bis, ich würde sagen 1,5 Stunden Minimum, vielleicht noch einen Ticken drauf. Ich versuche natürlich heute diesen besagten Feuerhund, Höllenhund zu besiegen. Ich habe mich einmal schlau gemacht. Ich wollte es ja nicht glauben. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Mir wurde ja gesagt, es gibt doch bestimmt so einen Cartoon-Fight. Also, du gehst hin, du schlägst, du rennst im Kreis, du rennst weg. Dann bist du wieder voll aufgeladen, du rennst hin, du schlägst, du rennst weg. Und ich sagte, nee, kann ich mir nicht vorstellen. So ein Cartoon-Fight, nee, die haben sich da schon bestimmt was Besseres ausgedacht für das Spiel. Ich wurde eines Besseren belehrt. Ich habe mir angeguckt, wie ich diesen Höllenhund zu besiegen habe. Es ist genauso. Du gehst hin, du haust immer mal wieder die drei Hunde, dann haust du mal den einen Höllenhund und wenn du bemerkst, dass du zu wenig Leben hast, rennst du im Kreis. Bloß nicht zu nah ans Feuer, sonst fällst du um. Ist zwar traurig, ist aber so. Aber gut, was soll ich machen? Was soll ich tun? Es lässt sich nicht verhindern. Gut, dann würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir starten. So. Spiel ab. Na, will er nicht? Will er doch? Schon mal Sound. Ah, kriegt ihr. Das Intro würden wir uns nicht nochmal angucken, das kennen wir ja schon. So. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit einem Bau. Denn ich brauche das. Dein Motivationsschrei. So, Spiel an. Laden. Lädt. Okay, zack. Pause. Verziehen. Nutzen. Und Daumen. Trink was. Ein Lauf im Kreis. Erstmal im Kreis laufen. Wir brauchen erstmal den. Oh, ist er schon rum. Wir müssen erstmal hier. So, und gleich wieder im Kreis laufen. So, wir sind im Moment in dem Nahkampf. Genau. Wir können jetzt im Moment den Großen wegmachen. Aber erstmal müssen wir die Kleinen noch wegkriegen. Dementsprechend. Kommt her. Komm her. Und weiter geht's. Wir müssen immer einen nach dem anderen wegmachen. Das ist ja das Problem. Oh nein, ich brenne. Nein, 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 nein. Schlecht! Spring weg! Geh weg! So. Verdammt. Das war natürlich nicht so beabsichtigt. Wollte nicht brennen. Lass mich in Frieden. Dann immer mehr. So. So. Mal wieder den starken Kampf. Nein, ich brenne schon wieder. Nein! Nein, nein, nein! Okay, hat nicht funktioniert. Wollen wir nochmal machen. Laden. Damn it. Okay. Na gut, dieses Feuer hat mir halt echt viel abgezogen. Echt bitter. Okay, stopp. Zack, das brauchen wir. Und eigentlich brauche ich das noch, aber dann machen wir es mal so. Okay. Erstmal noch da. Und dann sagen wir mal Stopp. Und dann sagen wir Trink rein.
Look, 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 look. Nein, 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 nein. Renn weg. Ah, also wenn du einmal von dem erwischt wirst, dann ist halt vorbei. Okay, das war doof. Okay, nochmal. Dammit, Leute. Dammit. Wie kann das denn sein? Okay. Stopp. Aus. Aus. Da krieg ich schon den ersten Schaden rein. Das gibt's doch gar nicht. Hab doch gar nichts gemacht. So. Bank. Also. So. Bam. Mach den mal kaputt. Jetzt laufe ich in meinen Kreis. Ah, die Dame ist schon wieder um. Oh, und den da. Lade dich auf, mein Gutser. Lade dich auf. Nein, lass mich in Frieden. Wo seid ihr? Da. So. So. Da haben wir erstmal ein paar weggemacht. So. Und noch einen weggemacht. Und noch den dicken. So, komm her. Nein, 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 geh weg, spring, lauf. Oh, Herrgott. Oh, Herrgott. Ja, danke, Dame. Der hat mich gehalten. Okay. Mach den kaputt. So, und jetzt rennen wir erstmal wieder eine Runde. Oh nein, die Dame ist schon wieder kaputt. Edel, nicht umfallen. Steh wieder auf. So. Oh nein, da sind sie schon wieder. Gut, wir müssen mal stehen. Okay, ich muss weg. Muss weg, muss weg, muss weg. Aus, muss weg. Ich muss weg. Viel zu viel Schaden genommen. Okay, wir laufen mal das. Nein, hört auf. Lasst mich in Frieden. Wo sind die Jungs? Nein, 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 nicht. Mach keinen Pilz hin. Spring. Oh nein. Ah. Okay. Es sah so gut aus. Es sah so gut aus diesmal. Sah so gut aus. Das sollte nicht sein. Okay, wir laden wieder. Nächster Versuch. Spring da drüber. Geh da drüber. Lass da drüber springen. Hab ich's gut doof? Und hört ihr auf zu schlagen. So. Oh nein, geh wieder auf. Nein, nicht ins Feuer. Das war schlecht. Meine Güte, war schlecht. Oh nee, da kommt noch eine. Ja, da bin ich gleich tot. Kollege, jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng. Ich habe noch keinen getrunken. Natürlich auch schlecht. Aber ich kann jetzt auch keinen trinken. Verdammt, könntest du nochmal aufstehen? Wäre jetzt echt nett. Soll ich das jetzt schaffen? Wenn ich jetzt einen trinke, sterbe ich. Oh Herrgott. Okay, ich muss mal so versuchen. Trink ein. Und dann versuchen wir es mal so. Bam. Lass mich in Frieden. Okay. Oh, der hat schon wieder weggeholt.
hässlich. Lass mich doch mal 2 Sekunden in Frieden. So, da, bam. So, erstmal wieder ein paar bekommen. Könntet ihr mal bitte. Dann immer mehr. Voll der Käse. Mal wieder den Mehrfachkampf. Kann ich alle gerade gar nicht gebrauchen. Geht mir aus dem Weg. Verdammt, du könntest nochmal aufstehen. Das wäre echt nett. Ich könnte mal eine Heilung gebrauchen, eine volle. Nein, 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 nicht K.O. gehen. Nicht K.O. gehen, nicht K.O. gehen, nicht K.O. gehen, nicht K.O. gehen. Ah! Okay. Ah, also dieses Level ist echt schwer. Das ist echt nicht einfach. Okay, vielleicht muss ich mir wirklich am Anfang gleich so eine Heilung reindröhnen. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich machen kann. Wir gehen gleich, zack, Pause. Gleich so eine Heilung reindrücken. So. Dann gehen wir dem hier gleich mal so einen Kern. Dann will ich da mal rausspringen. Oh, Herrgott. Also viel Schaden genommen. So. Oh, jetzt ist die schon K.O. Geh weg, geh weg. Oh nein, ich hab keinen Zauber. Nutz den Zauber. So, meine Fresse. Kann ja nicht wahr sein. Oh, die Madame holt sich wieder. Anderen Kampfstil. So. Nein, 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 Madame, du musst mich heilen. Madame, heil mich. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Die Madame war sogar noch am Leben. Okay, noch ein Versuch. Da war ich jetzt gerade, war ich gerade unvorsichtig. Ich hätte wieder auf mehr Angriff gehen müssen. Verdammt. Kann der erste Gegner so schwer sein? So, stopp. Eintrinken. Überziehen. Du musst hier rüber springen. So, wir gehen auf Mehrfachkampf. Wir wollen die Dame, der Dame helfen. Oh nee, ich bin schon wieder betäubt. Er hat mich schon wieder betäubt. Ist er nicht. Mal kurz wegspringen. Das war's. Seid ihr jetzt doof? Jetzt gegen die kämpfen? Gegen ihr? Das war euer letzter Fehler, dass ihr dieser Hure geholfen habt. Sterbt, verfluchter Mutant! Jetzt muss ich gegen die auch noch kämpfen. Genügend Kraft für euch beide. Odo, greift euch die Mistgabel.
Wirklich. Oh, der ist mal tot. Noch einer. Noch mehr? Nö. Sieht gut aus. So, wir unterbrochen. Dann gucken wir doch mal, was haben wir denn da alles Schönes? Überreste sind nicht mehr gut. Geld, wunderbar. Überreste. Erst einmal kurz speichern. Leute, das muss ich erstmal speichern. Erstmal hier auf dem, egal, auf dem Autosave von mir aus speichern. Okay. Ich hab's, Leute. Ich hab's geschafft. So, jetzt gehen wir erstmal zu dem. Und was hat der für Überreste? Oh, da ist ein Ring. Okay. Siegelring des ewigen Feuers, silberner Bernsteinring. Das ist jetzt ein silberner Bernsteinring. Habe ich irgendwas, was ich nur einmal habe, was ich verwenden kann? Oh, dann trinke ich. Oh, mal hier mal den ein. Inventar, und dann trinke ich jetzt einfach mal die Milch. So. Und jetzt nehme ich den Ring, weil den will ich haben. So, was haben wir denn noch? Überreste hier. Oh. Ein Freibrief. Das ist gut. Oh. Das ging jetzt aber schnell. Was wäre ohne eure Hilfe aus mir geworden, Geralt? Weiß ich nicht. Ich bin froh, dass ihr mir glauben konntet. Wer wäre ich denn sonst? Ich wählte das kleine Rübel. Wer wäre ich denn sonst? Hab Dank und lebt wohl. Okay. Pardon, pardon. So, hier noch ein bisschen Geld. Dann auch nochmal Überreste. Alle Überreste, wenn ihr es durchsucht. Gebt mir alle eure Überreste. Oh, Inventar ist voll. Aber nicht nett. Überreste. Bind keine weiteren Gegenstände auf. Aber traurig. Will immer noch Gegenstände haben. Bin noch viel gerissen. Das ist nicht viel. Also die Picken hier. Dennoch schönes. Noch Geld. Sehr gut. Nein, nicht noch irgendwo ein Bauer? Nicht irgendwo noch ein Bauer erschlagen? Max will ich nicht. Dein Hammer will ich nicht. Da ist noch ein anderes. Ich auch nicht. Gut, dann will ich nichts mehr. Kann ich jetzt richtig in so einen Tür rein? So. Was sind jetzt meine neuen Quests? Das ist doch jetzt mein Interesse. Neue Quest. Besucht. Ich fand den Haftbefehl, nee, das will ich nicht. Den Professor will ich. Die Befragung der Anführer aus der Bande und brachte die Erkenntnis, dass der Mann, der mit ihrem Namen, sondern mit dem Namen wohl. Wollen wir nicht. Die Spur der Salamander. Ah, Quest auf der Karte verfolgen. Muss zum Schmied? Okay. Warum?
Warum muss ich zum Schmied? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Wolf, sag doch, dass du am Spielen bist. Ich hab den Boss verpasst. Ja? Du kannst doch den Ghulen in der Gruft die Wände mit dem Zauber einreißen. Das ist richtig. Das wollte ich auch noch machen. Stimmt. Ghulvertrag. Ghulblut. Stimmt, ich kann noch zu den Ghulen. Gehen wir zu den Ghulen. Dafür muss ich auf die Map. Und ja, ich habe den Bosskampf geschafft. Wo waren jetzt die Ghulhöhle? War das die Höhle? Aber die Jetzt habe ich dich nicht im Kreisrennen sehen. Das ist richtig. Aber ich bin auch trotzdem irgendwie 5-6 Mal gestorben. Also, trotz allem war das nicht so einfach. Hey, warte mal, irgendwie laufe ich falsch. Warte mal, irgendwas stimmt doch hier nicht. Wo bin ich denn gerade? Ich bin hier. Ich will nach Ü. Okay, nee, ich will nach da. Ich habe auch gerade die ganzen Dorfbewohner, die wichtigen, getötet. Aber wie gesagt, ich mache heute ja nicht lang, Wolf. Heute mache ich nicht lang. Wenn du willst, kannst du in Discord kommen. Wollen wir zusammen ins Discord? Ein bisschen Schwätzchen halten. Dann kann ich dir erzählen, wie unheimlich schwer es war. So, ich werde immer noch. Oh, Ghul. Hallo, Ghul. Machen wir Gulasch aus dir. Nichts drin in dem Gutsten. Wie du magst. Ja, dann. Warte, Moment. Hol ich dich rein. Und. Warte. Ich kocht. Zack. Nee. Kommen Sie bitte nicht hin. Kommen Sie runter ins Streaming. So. Spiel. Hallo? Ich sehe noch keinen Wolf. Ich höre noch keinen Wolf. Hallo. Aha, jetzt höre ich einen Wolf. Ich musste doch mein Mikrofon suchen. Du musst dein Mikrofon suchen. Das nicht immer angestöpselt. Nein, weil ich hatte noch gegessen und während ich esse, habe ich natürlich sowas nicht vor dem Mund. Macht Sinn. Also ja, ich musste im Kreis rennen. Und ja, es war grauenhaft. Aber es war machbar dadurch. Bin zwar trotzdem 4-5 Mal gestorben, aber... Warum hast du jetzt die Dorfbewohner alle umgebracht? Weil die mich angreifen wollten. Die haben mir gesagt, oh, das war das letzte Mal, dass du diese Hexe... Nee, also eigentlich haben sie nicht gesagt Hexe, sondern das andere Wort mit H. Ah. Wolf, Horst. Ja, Horst, genau. Dass sie diesem Horst geholfen haben. Daraufhin habe ich gesagt, oh, das ist aber nicht nett. So, jetzt wollte ich gucken, habe ich jetzt so einen Katzentrank? Oh, außerdem muss ich mal ganz kurz was gucken. Einen Moment. Ihr kriegt mal kurz mal die Kamera weggenommen. Nur weil dich nicht rasiert hast. Nee, es hat nichts mit dem Rasieren zu tun. Ich stehe dazu, wenn ich scheiße aussehe. Ja, ich mache dafür keine Facecam an, dann sieht man es immerhin nicht. Das ist löblich, aber so bin ich halt. Aber ich suche trotzdem das, was ich sehe. Muss ich was anderes nehmen. Ärgerlich. So. Besser. Viel besser. Ich wollte gucken, ob ich so einen Katzentrank habe. So, Inventar. Ich habe an Kränken. Nicht an meine Tränke. Hier. Weiße Möwe. Wollen wir nicht. Schneesturm. Wollen wir nicht. Unbekannter Trank. Wollen wir auch nicht. Das ist die Schwalbe. Aber noch.
auch eine Schwalbe? Wie so eine Katze. Mich wollen Katzen. Vor allem musst du halt schnell eine brauen. Ja, wenn ich eine. Wer war da? Okay, sieht nicht so aus. Bobby war dann das. Der war hier oben. Nee, hier war. Nee, hier war das auch nicht. War dann das jetzt schon wieder? Was im Held? Wenn man schon wieder vergessen hat, wo es war. Inventar? Nee. Irgendwo war doch diese. Ah nee, Quatsch, ich muss an der Feuerstelle, war das. Wo war das? Ja, Feuerstelle. Body, moin. Body, grüß dich. So, Feuerstelle. So war das. Feuerstelle. Und dann gibt's irgendwo, genau, jetzt gibt's hier Alchemie. Und ich kann keine Katze bauen. Wirklich. Ja, ab und zu hat man halt mal keine Katze. Ich kann keine Katze bauen. Verdammt. Dann Waldkauz brauen. Hilft mir nicht. Ich brauche eine Katze. Ich wollte eins Katze haben. Slap Rothundi funktioniert leider nicht. Was Slap schon wieder? Guten Formel. Aber Tadel funktioniert. Katze. Eine Katze brauche ich. Ibis. Ibris. Ibris. Okay. Keine Ankündigung. Ja, da muss ich mich noch angewöhnen. Ja, ich hab's auch verpasst, Body. Ich bin auch eben erst rein. Ich habe auch den ganzen Bossfight verpasst. Ja. Ein Grund, dass ihr euch das Video angucken könnt. zumindest die ersten 10 Minuten. Naja, so lange spiele ich auch noch gar nicht. Ich spiele jetzt erst 27 Minuten, also. Ja, immerhin. Ich habe schon befürchtet, du streamst seit 18 Uhr und ich habe es nicht mitbekommen. Nee. Ich habe ja bis 18 Uhr geschafft. Deswegen, es gibt ja heute auch keinen so langen Stream. Ja gut, eigentlich will ich jetzt gar nicht meditieren. So. Ich wollte ja eigentlich... Ja, aber wo kriege ich jetzt Metris her? Egal. Dann machen wir es eben wieder mit der dummen Fackeltechnik. Wie soll man so je Belohnung als fleißiger Zuschauer bekommen? Doch jetzt gar nicht so schwer, indem du weiter zuschaust. So, Fackel. Fackel. Ja, Bordi, mach dir nichts draus. Es ist niemand fleißiger, weil niemand kriegt es früher mit, wenn Hutz keine Ankündigung macht. Richtig. So, wo waren jetzt diese komischen Wände, die man eintreten kann? Irgendwo waren die noch da. Oder kommt er ja schon? Kommt er schon, mein Freund Frank? Komm her. Diesmal lege ich mich einfach so mit dir an. Ich habe keine Zeit. So. Ah, ich weiß, dann treffe ich nicht so oft. Aber... Das ist alles zensiert. Okay, ich muss doch rausrennen. Warte mal. Das ist die Richtung. Dann schaffe ich den nicht. Ich treffe ihn einfach nicht, wenn es dunkel ist. Meine Reihe. Komm her. Komm zu mir. Komm her. Nicht weglaufen. Komm her. Bist schon wieder weg, Bordi. Ach, das ist schade. Dann mach's gut. Ja, dann noch einen schönen Abend hier. So. Ich habe immer noch kein cool Blut von dem. So. Lief Hackel wieder. EF ist einmal im Kreis drehen. Wusste ich auch nicht. Notwehr. So, Lief Hackel. Mach die Hackel an. Nicht lange fackeln. Nö, will ich sowieso nicht. Da ist der Nächste. Komm her. Komm zu mir. Kommst du? Ja. Sehr gut. Kommst du? Sehr gut. Das ist voll doof, wenn man das Katzengetränk nicht hat. Ja.
Aber dein Monsterschädel, der dreht hier drin ja auch durch. Dein Monsterschädel? Dein Medaillon, das dich auf Monster. Ja. Auf die Monsterparty schickt. Eieiei. Eieiei? Wieso eieiei? Wegen der Monsterparty. Achso. Ja. Die erste. Die guten erste. Richtig. Monster Party, eieiei, Monster. Das könnte eigentlich auch noch auf meine Autoplay. Gerne. Gute Lieder müssen ja auch mal drauf. Sind auch gute Lieder drin. Ja. Jeder das, was er als gut empfindet. Dann noch ein Durchgang. Ist da noch durch? Nee. Amniku in Transsilvanien sah ich ein Plakat. Darauf stand, dass der Graf Dracula zum Fest geladen hat. Eingeladen war ein jeder, auch Dr. Franken. Ui! Was ist das? Diamantstaub? Was ist denn dafür da? Weiß ich nicht, was hast du? Hm. Halt einiges. Mit meiner Blaubeere. Ich könnte mal ein paar Blaubeere essen. Ich esse einfach jetzt alle meine Blaubeeren. So. Link gemacht. Nee. Hä? Nee. Möchte sie essen? Kann ich jetzt im Dunkeln nicht essen, oder was? Nutzen Rechtsklick. Kann ich nicht. Wow. Kann ich jetzt hier im Dunkeln einfach nichts essen? Wie toll. Möchte aber das Zeug mitnehmen. Dunkel. Ich esse auch nicht gerne im Dunkeln, muss ich sagen. Okay, also muss ich wieder ins Helle laufen. Wie doof ist das denn? Kannst du nicht die Fackel einfach anzünden und dann essen? Nein, kann ich nicht. Das Problem. Kann ich jetzt hier mal. Obwohl, kann ich. Warte mal, ich versuche das nochmal. Zünde die Fackel an. Du hörst dir die ganze Zeit grunzen, aber ich sehe keinen. So. Dein Medaillon geht auch noch nicht los, also. So. Und jetzt esse ich mal eine Blaubeere. Ja. Okay, hat sie gegessen. Dann esse ich noch eine Blaubeere. Also es ist aber zensiert, das Essen. Also man darf das nicht sehen, wie ich esse. Ja, das verstehe ich. Und ich esse noch eine Blaubeere. Und weil es so schön ist, esse ich noch eine Blaubeere. Ich weiß nicht, ob du es schon hast, aber probier's mal mit Blaubeere essen. Ja, ich esse jetzt die Blaubeeren. So. Weil dann kann ich nämlich jetzt dieses Diamantding mitnehmen. Und das will ich mitnehmen. Ich will das tun. Pro Sailor Moon. Das ist eine Waffenausbaustufe. Erhöht zugefügten Schaden um 40%. Kann ich also auf eine Waffe ziehen oder was? Okay. Ziehen in den Gegenstand mitzunehmen. So, nehm den mit. Waffenausbaustufen. Ja, das habe ich auch nicht gewusst. Okay, jetzt ist wieder dunkel. Mach das Licht wieder an. Gucken wir uns mal weiter um. Ich höre dich. Sehe dich aber nicht. Was ich nicht sehe, habe ich keine Angst vor. Ja, solange dein Medaillon jetzt nicht sagt, oh, da ist jetzt. Ja, langsam zuppelt. Langsam zuppelt es. Langsam zuppelt es. Oh ja, und da kommt er auch. Da ist er ja. Mein guter Freund Frank. Bei dir ist auch jeder Frank. Oh ja. Aber der sieht doch auch aus wie ein Frank. Guck den an. Oh, das sind zwei Frankies. Ich muss kurz warten, weil ich sehe das hier nur im Stream. Ah, da ist er. Ja. Ich hätte ja gucken können, ob ich das übertragen kann, aber darauf habe ich jetzt nicht dran gedacht. So, also gut. Wie die Waffe. Nichts gibt's. So, oh ja.
jetzt weg. Du willst mir noch keine mitgeben. Hallo? Jetzt wieder nur noch. So. Gibt's bei euch was zu holen? Ja, es gibt ein bisschen was zu holen. Gibt's hier. Wieder dieses komische andere Zeug, was keiner will. Aber Ghoulblut haben sie nicht, ne? Nee. Irgendwie nicht. Die wollen mir das einfach nicht geben. Frech. Vielleicht ist das nicht die Höhle mit dem Ghoulblut. Gibt ja noch eine Höhle. Aber ich meine, es sind Ghule. Ja, aber vielleicht bluten die nicht. Die sind, die ohne Blut. Sind nicht Bluter. Ja, sind nicht Bluter. Anti-Bluter. So, wir gehen weiter. So, irgendwo rechts abbiegend war's. Hier war das rechts abbiegend. Hier war der Weg. Warte mal hier drin. Bitte bei der nächsten Gelegenheit rechts abbiegen. Da ist noch ein Leichnam. Guck mal in den. Hat mal Geld für mich. Das auch nicht. Oh, musst du jetzt wirklich jedes Mal, wenn du was nimmst, die Fackel ausmachen? Du hast wieder grunzen. Hallo. Und sie? Er muss es vielleicht nicht, aber er möchte. Ja, ja. Wenn es wenigstens eine Fackeltaste gibt, dann ist ja auch kein Problem. So, wo bist du? Ich höre dich. Und mein Medaillon fängt schon wieder an zu wackeln. Wo bist du? Ich laufe jetzt mal kurz geradeaus, bevor ich durch die Wand gehe. Nee. Muss irgendwo bei einer Wand sein. Okay, nehmen wir die nächste Wand. Ah, da ist er ja. Guck mal. Guck, guck. Bin hier. Komm zu mir. Oh, oh. Das ist ein bisschen viel. Hallo, ihr Franks. Franks. Folgt dem Licht. Kommt ins Licht, meine Freunde. Kommt ins Licht. Kommt zu mir. Ja, mit den Katzenaugen wäre das deutlich einfacher. Oh ja. Ja, wenn man seine Katze nicht dabei hat. Ja. Oh nö, und einen habe ich verloren. Es ist wieder dunkel. Er trifft noch. Okay, er ist tot. Höre es. Würde sie gerne nehmen, aber ich sehe sie nicht. Mach die Fackel an. Nein! Hat sie wieder eingesteckt. Nicht sein Ernst. Mach die Fackel an und nimm das Ding. So. Suchen wir den anderen wieder. Soweit kann er noch nicht sein. Da ist er. Bleib hier. Ich laufe sogar extra rückwärts, damit du mir hinterher kommst. Oh, das ist aber zuvorkommend von dir. Der ist aber schneller als ich. Schlecht. So. Komm her. Hast du heute deinen großzügigen Tag? Oh ja. Also warum kann ich ihn halt zumindest sehen? Ja, das stimmt. Weiß ich, dass ich nicht wieder verliere. Nein! Bin am Pfosten hängen geblieben. Komm her. Komm ins Licht. Komm ins Licht. Okay, jetzt muss ich aber eine ordentlich bekommen. Dabei will ich doch austeilen hier. Und noch einer. So. Wo sind deine Überreste? Da sind deine Überreste. Hm. Wieder nur so komisches Zeug. Na gut. Wir machen wieder Licht an. Oh, warte mal. Mir fällt gerade was ein. Wenn das doch Schwalbe ist. Und das eine hier doch auch Schwalbe war. Wo war denn das? War doch irgendwo noch eine Schwalbe. Guck mal. Die doch da drauf liegt. Ah, da habe ich wieder einen Platz. Tafelwasser? Tafel. Warum liegen die nicht aufeinander? Ah ne, weil die nur 5 gehen.
Geht nur 5 aufeinander. Verstehe. Bei manchen gehen 10, bei manchen gehen nur 5. Aber doof. Ja, ich aber doof. So, mach das Feuer an. So. Ja, die Sache, warum ich heute nicht so lange machen kann, ist eher heute ein paar Kugeln stoßen. Auf einem Tisch. Mit einem Kollegen, der zu Besuch ist. Ja, ist er denn schon da? Der kommt nicht zu mir. Also den treffe ich dann im Billard. Also direkt mit dem Köhl. Ja, ja. Hallo? Alles andere ist ja Schwachsinn. Alles andere wäre ja lächerlich. Denk dran, immer zwischen die Augen zählen. Mit dem Köhl? Ja. Ich habe jetzt eher das Problem, ich glaube, ich komme nicht durch. Ich wollte gerade sagen. Ich hätte jetzt Angst, ich komme nicht zurück. Könnt ihr mal wieder speichern? Das ist auf jeden Fall eine. Komm zu mir. Komm zu mir. Problem ist, es ist ja nur eine. Den könnte ich ja eigentlich auch so. Könnte ich ja auch im Dunkeln versuchen. So. Ja, das ist nicht so einfach. Okay, war eine dumme Idee. Bin gestorben. Okay, im Dunkeln kämpfen macht überhaupt keinen Sinn. Und jetzt habe ich auch natürlich auch alles verloren. Nee, ich habe ein Autosheft in der Gruft. Sehr gut. Dann hast du zumindest nicht alles verloren. Das ist schon mal ein Anfang. Ja, mal gucken, wo ich jetzt rauskomme. Ja. Ich hoffe, nicht zu weit weg. Wirklich? Ja. Am Anfang von der Gruft. Als ich in die Gruft gegangen bin. Das war nicht gut. Bin gerade eher am überlegen, ob ich noch irgendwo gucke, ob ich irgendwo das Katzenaugenzeug finde. Ich gehe nicht. Ich gehe aus der Gruft wieder raus. Ja, es ist vielleicht besser, wenn das du macht, da es macht, es findest. Es macht keinen Sinn, wenn ich nicht das Zeug habe, mit dem ich Katzenaugen machen kann. Ja. Wenn du nichts siehst, ist ja auch doof. Also kann ich ja nicht kämpfen. Kannst schon, du verlierst bloß. Ja. Aber kann ich da irgendwie gucken? Ich muss da irgendwie gucken können, wo was ich kriege. Die Katze brauche ich. Werbers und Babys. Zutaten. Babys. Grün dargestellt, alchemistische Substanz. Aha. In Kräutern, Mineralien, Teilen von Ungeheuern. Danke. Und Babys. Gelb dargestellt. Kräuter, Mineralien. Oh nee, wirklich? Wirklich? Es steht noch nicht mal drin, in welchen Ungeheuern das drin ist. Das ist doof. Jetzt da drin. Natürlich steht das nicht drin. Das wäre zu einfach. Dann wisst ihr was? Dann mache ich die Hauptquest weiter. Dann Arsch lecken. So. Spur des Salamander. Sag, ich gehe zum Schmied. Nee, zur Raststätte. Wann wollt ihr noch zum Schmied? Oder zur Raststätte? Na gut, wir gehen zur Raststätte. Oh, warte. Eins kann ich nochmal. Dann noch den da. Den da. Ach, da oben. So. Das konnte ich noch tun. Das weiß ich. So. Da. Falls ihr euch wundert, warum ich heute ein bisschen verpeilt habe, bin ich stehe zurzeit unter Schmerzmittel.
Stimmt, wie geht's? Meinem Mund geht's noch nicht so gut. Also er tut weh, trotz Schmerzmittel. Weil ich habe ja morgen meinen Termin bekommen. Ich muss zwar morgen erst in die Arbeit und dann verschwinde ich wieder aus der Arbeit und gehe dann zum Zahnarzt. Aber ich gehe davon aus, dass es dann gut ist. Obwohl sich ein bisschen das Zahnfleisch oben entzündet hat, obwohl da kein Loch ist. Alles ganz komisch. Alles komisch. Ja, das kann passieren. So, ich will da rein. Lass mich rein. Lass mich rein da, denn ich will ja. So. Der ist so alt. Das ist richtig, aber immer noch gut. Das stimmt. So, wo ist denn hier jemand? Da, da ist er. Ist noch jemand da? Nö. So. Schätzchen. Gerald, geht es euch gut? Auf jeden Fall. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich bin in Ordnung. Ich erzähle euch alles auf dem Weg nach Vizima. Hier bin ich fertig. Ich ebenso. Ich hoffe, ich kehre niemals zurück. So viele schlechte Menschen. Das sind wahrlich keine angenehmen Zeiten, Gerald. Die Pest, drohende Kriege. Dennoch bin ich verblüfft. Wisst ihr, wie die Bestie entstanden ist? Nein. Sie selbst schufen sie unwissentlich durch ihre Missetaten. Kein noch so mächtiger Zauberer hätte das vermocht. Alles, was sie dafür brauchten, war Hass, Niedertracht und Gier. Klingt wie ein Märchen. In jedem Märchen steckt ein Körnchen Wahrheit. Lasst uns gehen. Vizima wartet. Ja, Vizima wartet. Komm ja schon. Ist die also nicht. Kann ich jederzeit einholen. Was sieht, wenn ich so jetzt anspreche? Was kommt? Schnell, Gerald. Verlassen wir diesen verfluchten Ort. Die Stadttore sind am Ende der Straße. Ja gut, du bist halt ein bisschen sportlicher als sie. Ja, ja. Ich habe die Laufschuhe. Im Gegensatz zu ihr. Ich denke von dem Ding, meine... Nein, kann ich nicht. Wäre cool gewesen, wenn ich die Herze wieder mitnehmen könnte. Ort meines Kampfes. Nee, aber irgendwie bin ich falsch. Hier noch. Die Strand herum. Das ist doch die, der ich geholfen habe. Warum liegt die da jetzt rum? Von der Käse. Was habe ich ihr denn geholfen? Welche, die Hexe? Ja. Nee, die sollte eigentlich leben. Deswegen? Die lag da tot rum. Guck hier drin. Oh. Gibt's noch ein Bier? Na gut, mal mit. Einfach mal das Bier mitnehmen, ne? Ja, hallo? Und so muss man auch ein Bier. Wo sind die jetzt hin? Okay, jetzt ist sie weggelaufen. Oh, da ist ein Fass. Willst du dem Fass? Geht zu dem Fass. Da ist Geld drin, sehr gut. Ab wann musst du eigentlich weg, dass ich da ein bisschen mit auf die Uhr gucke? Also 20.15 Uhr sollte ich mich langsam fertig machen. Alles klar. Ja, mal diese ganzen Häuser rein, die war, in denen war ich ja überall nicht. Da wo
wurde ich immer aufgehalten. Missgeburt oder nicht, ihr könntet nützlich sein. Aber was eine Begrüßung? So, dabei klaue ich dir was. So. Wer das ist? Feuerstein, sag, meine. So. Hätte nichts geklaut, aber. Mich so begrüßt. Wo sind jetzt schon wieder hin? Okay, meine Begleitung verloren. Ah, Stadtwache. Ich bin müde. Das war schön. Die Tore sind bis auf Weiteres geschlossen. Es wurde eine Quarantäne. Ah, stimmt. Das ist ja nicht das Haupttor. Ich entsinne mich. Ich muss ja zum Haupttor. Dafür muss ich am Wasser entlang. Lauf, wie du noch nie gelaufen bist. Ja, willkommen beim Forrest Gump Simulator. Lauf, Forrest, lauf. Ah, ein Ertrunkener, komm her. Was? Hallo? Gib mir deine Überreste. Gib mir deine Überreste, sag ich doch. Lade ihn doch vorher zum Essen ein. Nö. Ein bisschen Hirn kann der schon abgeben. Auch eh nicht. Nutzt er eh nicht. Da ist noch einer. Kenne ich noch viele andere Leute. Ja, aber die kommen nicht aus dem Wasser. Ja, ich manchmal nicht so viel. So, noch einer? Überraschung? Nee, keiner mehr. So, da hinten ist noch einer. Gib mir Hirn. Gib mir dein Hirn. Dann komme ich jetzt nicht mehr raus. Ich will aus dem Wasser raus. So, geh doch. Komm zu mir. Komm her. Versucht er mir auszuweichen. Oh. Mit deinen Überreste. Auch ein bisschen mehr Hirn. Sehr gut. Und noch eine. Na langsam. Kann ich hier Gehirnsammlung machen? Ja. Die Hirn nimmt überhand. Sehr gut. Das war doch mal ordentlich. Mehr Gehirn als jemals zuvor. Oh ja. Ich sammle das Gehirn jetzt, damit ich das sonntags beim Mystery Stream nutzen kann. Ah, ich verstehe. Das macht natürlich Sinn. Mhm. Weil, sonst, habe ich für sonntags zu wenig Intelligenz. So, ist er da? Irgendwie ist gar keiner da. Jetzt da rein. Miko lässt Mönche und Leute mit Pässen rein. Ja, ihr habt doch einen Pass. Kein Durchlass. Wenn ihr einen Brief habt, geht zu Miko. Ja, und wo ist der zurzeit? Der Mickrige sollte es das nicht wert. Wo ist denn der gute Mikul hin? Wo ist Mikul? Schau mal, das. Kreuzung. Das. Lagerfeuer. Ja? Okay, ich stehe jetzt auf irgendwas drauf, was mich stört. Lass mal kurz da weg. Nee, wo ist denn dieser Miku? Ist der jetzt da unten? Nee. Best. Das Tor. Ich muss das Tor erreichen. Und mit Miku sprechen. Ja. So, Quest. Ja, aber wenn er nicht da ist,
mich jetzt ärgern? Warte mal. Miko lässt Mönche und Leute mit Pässen rein. Sehr gut. Kann ich das jetzt irgendwie... Oh, nee, das wollte ich nicht. Pass. Wo ist der Pass, den ich habe? Ich habe doch hier einen Pass. Rechte Maus drücken zum Lesen. Oh. Nee, ist der Haftbefehl. Gehen wir den nicht. Das ist der Pass. Freibrief. Personen, die sich Kommende vorzeigen, das Recht mir an. Ja? Ich möchte ihn nutzen. Dann. Warte mal, kann ich den vielleicht hier runter? Nee, kann ich nicht da runterziehen. Wie soll das denn gehen? Oh, was weg das Ding. Will keiner. Schriftroller, lese ich auch. Fruchtbringerblick. Aber. Weg. Hab ich auch schon gelesen. Weg. Das. Schulvertrag. Den wollte ich eigentlich noch einlösen. Leute hier, lasst mich da rein. Miku lässt Mönche und Leute mit Pässen rein. Oh, ist dann der Miku, der Sack? Ich bin müde. Problem ist, wo ist denn jetzt eigentlich meine Kollegin? Ich hätte nicht in das Haus gehen sollen. Tja. Da habe ich ein Problem. Meine Kollegin verloren. Schlecht. Oh Herrgott, wirklich? Ist das Spiel so ausgelegt, dass du der wirklich hinterher trotten musst? Ansonsten hast du verloren. Ich glaube, ich habe das Spiel gerade gekillt. Indem ich... Weiß ich nicht. Weil sie ist nicht mehr da. Sie ist auch an ihrem Startpunkt nicht? Den muss ich jetzt zurücklaufen. Wäre natürlich bitter, wenn sie jetzt wieder an ihrem Startpunkt wäre. Ja, wenn nicht die ganze Zeit mitgelaufen bist. Vielleicht ist er wieder zurückgegangen, weil sie gesagt hat, leck mich. Ich bin ja nur in das eine Haus rein. Aber, hab ich was runtergeworfen. Hab ich gehört. Die Dame lässt mich verzweifeln. Die Wache hat mich ja auch nicht reingelassen. Könnt ihr einfach mal aufs Tor klicken? Klick jetzt einfach mal aufs Tor. Vielleicht. Der Mickrige sollte es das nicht wert. Wirklich? Abgeschlossen. Nee, wollte gerade sagen. Miko lässt Mönche und Leute mit Pässen. Kein Durchlass. Okay, ich versuche das jetzt einfach bei dem anderen Tor. Vielleicht hätte ich nämlich aufs Tor klicken müssen. War mir nicht bewusst, dass ich auf dem Tor klicken kann. Okay, also nochmal. Kann ich vielleicht durchs Wasser warten? Ich auch mal versuchen. Auch mal durchs Wasser. Nee, kann ich nicht. Okay, hätte ja sein können. Traue dem Spiel alles zu. Nein, ich will nicht an die Feuerstelle. Okay, wir machen einfach jetzt mal Sonnenaufgang. So, wir haben jetzt das. Bis Mittag, nein. Bis zum Morgengrauen.
Zack. Meditiert zum Morgen. Auf geht's. So. Vielleicht ist er ja dann wieder da. Vielleicht ist er ja nur morgens. Vielleicht ist er ja nur morgens da. Vielleicht hat er keine Nacht. Vielleicht hat er keine Nachtschicht. Davor war er nämlich auf der Brücke da hinten. Dann, da, da, dann. Dann, da, da, dann. Ich will immer noch mein zweites Schwert haben. Wo auch immer es ist. Ich hab schon unheimlich viel geskillt von dem Silberschwert, aber ich hab's nicht. Wenn es jemand findet, soll er sich bitte melden. Nee, hey, also irgendwie nichts. Stadtwache, Stadtwache. Also noch nicht mal das Tor. Der Mickrige sollte es das nicht wert. Ah, wirklich jetzt. Das ist ein Boot. Damit. Nee. Kann ich nicht. Irgendwie anders? Rüber? Nö. Er will eigentlich genau hier rüber. Dahin will er. Aber wie? Wie? Die Frage, wie? Weiß es nicht. Ich muss immer erst einen Moment warten. Schwimmen? Kann ich nicht. Fliegen? Gibt's da nicht was von Ratiofarm? Mhm. Also ich laufe jetzt nochmal zurück. Vielleicht ist die Dame ja nochmal am Ursprung. Wenn sie da nicht ist, habe ich ein Problem. Dann muss ich nämlich nochmal neu laden. Ja. Ein Königreich forscht ein Short Travel. Nächster, hier wird zu Fuß gegangen. Nehmen ein Pferd. Also ich würde ja auch ein Pferd nehmen. Weil eigentlich wäre ein Short Travel noch viel cooler. Liegen überall Leichen rum. Sind nicht von mir. Okay. Mal noch ein bisschen hinter der Bühne. Hier liegen überall Leichen rum. Warum? Was geht denn hier ab? So. Warte mal. Vielleicht die Kohle, die hier nachts in der Stadt unterwegs waren? Könnte natürlich sein. Warte mal, wo bin ich denn jetzt? Bin ich hier? Ich will dahin. So. Dann will ich also noch da. Überall Leichen. Leichen über Leichen. Oh, da ist es. Ja.
Mach das Tor auf. Und hoffen wir mal, dass meine Freundin da noch drin ist. Habe ich ein Problem. So. Und sie ist... Sie ist... Wieso nicht? Nö. Also nicht. Schlecht. Ah, Spieler. Okay. Also hoffen wir mal, dass das der richtige Autosave ist. Ah, nehmen wir mal Abigails Hütte. Warte mal. 27. Nee, das ist schon der richtige. Also laden. Wir laden hier noch einmal. Dann darfst du ihr jetzt nachlaufen und sie nicht aus den Augen lassen. Ja. Ich hoffe zumindest, dass das der Ladepunkt ist. Wenn das nicht der Ladepunkt ist, habe ich nämlich ganz verloren. So, wo bin ich jetzt? Ich bin hier. Ah ja, da ist er. Dann lauf mal. Hallo? Du musst vorlaufen. Lauf halt, Mädel. Wenn du weißt, dass du langsam bist, dann lauf halt schneller. Gerald, verlassen wir diesen verfluchten Ort. Die Stadttore sind am Ende der Straße. Ajo. Lauf halt. Hilft dir deine nun. Auf, am Ende hat sie ein Monster gekillt. Deswegen war sie weg. Ja, durchaus möglich. Es war ja Nacht. Da liegt die Abigail. Kannst du Günther sagen, was er wollt? Rothaarige Frau? Kann nur die Abigail sein. Überall Leichen, noch mehr Leichen. Leichen, die auf Leichen gleichen. Lauf gleich rückwärts. So langsam wie die ist. Verlier sie bloß nicht wieder. Ja, nee. Diesmal laufe ich immer schön über ihr. Auf, wahrscheinlich wurde sie entführt und ich hätte es mitbekommen müssen. Auf. Willst du nie? Okay, sie will geradeaus. Sie will definitiv geradeaus. Die beide. Verdammte Pompadour. Was? Okay, da gibt's einen Weg. Den kann ich nicht. Wahrscheinlich hättest du einfach den nehmen müssen. Richtig. Wie sieh mal, liegt hinter diesem Tor. Hierher kehren wir hoffentlich niemals zurück. Das hoffe ich auch. Die Bestie ist tot. Die Salamandra sind tot. Und die Bauern auch. Hm. Ich habe einen Pass. Mikul sollte uns einlassen. Gehen wir. Hm? Gerald, redet mit der Wache. Lasst uns hier verschwinden. Hm? Ah, Mikul. Deswegen war die Mühle eingegangen. Da ist noch ein Ertrunkener. Oh, da sind mehrere Ertrunkene. Ich will trotzdem in die Mühle. Oh. Hat mal eine Quest mit der Mühle. Alter, sind das viele. Maddie, grüß dich. Danke fürs Hosten. Raiden. Ja, fürs Raiden, meinst du?
hab gesehen, du hast den dritten Teil gesehen. Gespielt. Da komme ich hoffentlich auch irgendwann mal hin. Zum dritten. Ich hoffe, der dritte ist besser als der erste. Moin, moin. Sollen alle besser sein als der erste. Muss mal, ich bin ein wenig angeschlagen, hab ich gehört. Schlafe mal weg von denen. Persönliches Witcher-Lexikon ist da. Oh. Hab ich mich gerettet, indem ich die Cut geholt hab. Ah. Oh, aber das finde ich gut. Persönliches Witcher-Lexikon. Ich würde gerne wissen, wann kriege ich mein Silberschwert? Kannst du wahrscheinlich schon die ganze Zeit abholen. Akt 2. Akt 2, okay. Ja, er weiß alles. Okay. Mikol, ich muss in die Stadt. Ich schuld dir noch ein Lied. Ich wollte noch sagen, ich entschuldige mich, Hexer. Entschuldigt euch bei Ilsa, Mikol. Stimmt, ja. Ja, ich würde sagen, hast du geübt? Ein bisschen. Feldwebel, der Hexer ist hier, der, von dem ich euch erzählt habe. Oh. Wen haben wir denn hier, Mikol? Ist das der Mann, den wir suchen? Jawohl, Feldwebel, das ist die dreckige Missgeburt der Hexer. Gotteslästerer und Betrüger, habe ich recht? Ja, er fragte, wer in die Stadt darf. Und dann kam er mit diesem. Ah, du gehst gerade in Kapitel 2 und dann kriegst du dein Silberschwert. Dann bin ich Prinzessin Ada. Juhu! Hurensohn. Ich bin gerade angeschlagen, das ist keine gute Idee. Oh. Okay. Dann ist vielleicht doch eine gute Idee. Wünsch dir was. Toss a coin to your Witcher. Was? Deutsch oder Englisch ist egal. Was a coin to your Witcher, Deutsch oder Englisch? Was ist das denn jetzt? Was ist was? Hey, lasst mich ja, toss a coin to your Witcher. Diese 5 Pfund Lied. Tech waren für den persönlichen Gebrauch. Kenn ich nicht. Eddie, wo kriegst du denn immer Lieder aus, die ich nicht kenne? Und das sollte man kennen, ja. Lied aus der Witcher-Serie. Politik weicht einem das Hirn auf. Ich hab die Witcher-Serie nicht gesehen. Ist auf Netflix. Hab ich trotzdem nicht gesehen. Beschäftigt. Still, Jethro. Nein, das. Wollt ihr mich umbringen? Sparkle, das geht nicht ums ganze Lied. Genau. Und ich bin hier bei den Politischen. Skandalös. Hey, muss man das gleich mal angucken. Hört auf zu kreischen. Oder ich poliere euch beim Leben meiner Mutter die Fresse. Absolut großartig. Was habt ihr denn für ein Problem, Weißling? Wollt ihr den Visier mal tanzen? Mach das, mach das. Kommt schon, nehmt die Fäuste hoch. Will aber nicht die Fäuste hochnehmen. Jethro, öffnet die Zelle. Angst? Weich wie Butter? Kommt schon, Weißling, zeigt, was ihr drauf habt. Zurück. Was zum... Wollt ihr kämpfen oder nicht? Professor, Bewegung. Ihr seid frei. Ach nee, das ist doch der, den ich eigentlich behauen will. Das ist eine Ironie. Erneut kreuzen sich unsere Wege. So nah und doch so fern. Warum bist du auch immer so gemein zu den Leuten? Wir sehen uns wieder. Das versichere ich euch. Ihr macht einen Fehler. Dieser Mann ist ein Mörder. Ihr begreift die Grundregeln nicht, nach denen diese Welt funktioniert. Ihr seid ein genetisch veränderter Mörder, der in der modernen Gesellschaft keinen Platz hat. Aber um dieses Problem kümmern wir uns nächstes Mal. Lebt wohl. Ich kann's kaum erwarten. Naja, okay. Ich bin halt immer noch voll angeschlagen. So, dann esse ich erstmal was. Was? Ich hab nichts mehr. Ich wollte jetzt gerade was essen. Ich bin voll angeschlagen. Was soll das? Okay, dann muss ich so einen Heiltrank nehmen.
Doch, dann halte ich meine Heilung. Gefangener, rede ich mit dir. Zurück. Wir sind anständige Diebe, keine politischen. Ah, ein Elfen gefangen. Grüßt, Weißer. Morgen ist mein großer Tag. Warum seid ihr hier, Elf? Ich genieße die letzten Stunden meines Lebens. Jedenfalls versuche ich es. Morgen werde ich hängen. Ich habe eine Bitte. Hm. Oh nein. Ich habe Spiele schon immer gemocht. Und Jesro hat mir meine Würfel gelassen. Wenn ihr keine habt, leihe ich euch meine. Ich hab welche. Würfelpoker. Verdient ein bisschen Geld mit Würfelpoker. Platziert eure Wette und linksklick würfeln. Okay. Ja dann. Würfeln. Was hat er denn da? Er hat eine 1, 2, 3, 4, 5. Der hat eine Straße. Nein. Nein. Straße definitiv. Da habe ich verloren. Man verliert erst, wenn man es akzeptiert. Wieder nur zwei Paare. Gegner hat ein paar, ihr habt ein paar. Er hat ein paar Fünfen, ich habe ein paar Dreien. Was passiert denn nämlich, wenn ich das Gebot erhöhe? Kannst du nochmal würfeln? Mal neunten Würfeln wählen. Ah, okay, ich kann wählen. Dann möchte ich den hier. Ah, warte mal, ich könnte jetzt auf eine Straße gehen. Ich würfel den nochmal neu. Und das ist eine Straße geworden. Oh. Ich hab schon wieder verloren. Hat ein Full House gewürfelt. Ein Sack. Ja, nochmal. Glücksspiel ist nicht so deins, oder? Hört zu, ihr Maden. Nee. Der König in seiner unendlichen Gnade gewährt jedem eine Amnestie, der die Gorgo in den Kloaken bezwingt. Wie bitte? Wie wär's mit dem halben Königreich und der Hand der Prinzessin? Sehr witzig, Hexer. Ich warne euch. Politische Witze bringen schnell Ärger. Ich werde das Ungeheuer töten. Zu spät. Es gibt einen anderen Freiwilligen. Ich bin der bessere Kandidat. Der komische Typ da in der Ecke behauptet, dass er sie mit bloßen Händen besiegen kann. Welcher Typ? Juhu! Dieser Fettwanst? Ihr macht Witze. Hexe, bei mir hier unten haben alle die gleichen Rechte, sogar die dümmsten. Ihr wollt Freiheit? Dann kämpft darum. Der Sieger darf es mit der Gorgo aufnehmen. Ein Kinderspiel. Ja, wie denn? Ich hab doch... Oh nee, jetzt muss ich gegen den Dicken kämpfen? Ich hab doch gar keine Waffe. Brauchst du Waffen? Ich besiege euch. Du bist eine Waffe. Ich Exe und bin frei. Gehen wir es an. Ihr Dreckskerl! Mit Gewalt geht alles. Selber in die Rübe raus, richtig. Aber das Problem ist, ich sehe da jetzt nicht so richtig, wann ich zuhauen muss. Ihr Dreckskerl! Okay, er ist auf jeden Fall um. Schäppe ihm die Rübe raus. Jetzt ist er umgefallen. Sehr gut. Kann nichts tun. Hundsfort! Ohne eure Zauber hättet ihr mich nie bezwungen. Ich habe euch das Leben gerettet. Mit der Gorgo ist nicht zu spaßen. Nächstes Mal bezieht ihr die Prügel. Wer ist der Gorgo? Langweilig? Ich bin unschuldig. Jeder ist unschuldig. Ich bin auch unschuldig. Habt ihr die Pampe gekostet, die hier Essen genannt wird? Ich will nochmal mit ihm reden.
Ich habe Spiele schon immer gemocht. Ah, mit dem kann ich dann nochmal spielen. Ich will nochmal. Würfeln. Eins, drei, ja, das ist ja nicht so geil. Gegner hat nichts, ihr habt ein paar. Ah gut, dann komm. Ich möchte den neu würfeln, Würfeln. Ah, ein Drilling. Das ist schon mal nicht schlecht. Ist zwar nicht gut, aber... Ihr habt gewonnen! Nächste Runde! Würfeln. Oh, 2,5 und 2,3. Zwei Pärchen. So, dann, zwei Pärchen, da gehe ich doch voll rein. Hier, ich gehe aufs Full House. Ich möchte den 6er nochmal neu würfeln. 3 oder 5, komm. Bleib bei zwei Pärchen. Gegner hat ein Pärchen. Gewonnen 0? Hä? Ah ja, perfekt. Stinkende Affen. Stinkende Affen? Na, dankeschön. So, dann gehen wir zu dem. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt euch das Recht erkämpft, die Bestie zu töten. Ich bin fast stolz auf mich. Auch ein Schwert? Wollt ihr jetzt die Bestie töten oder nur hier herumstehen? Ich brauche eine Waffe. Wie es der Zufall will, haben wir kürzlich ein Hexerschwert beschlagnahmt. Oh! Das geht euch nichts an. Yesro! Ja, mit dem Silberschwert. Das Schwert, das wir bei Thala gefunden haben? Halt den Rand, Idiot. Ja, genau das Schwert. Kann ich es haben? Holt es bei Yesro. Der Rest der Ausrüstung bleibt bis zu eurer Rückkehr in Verwahrung, wenn ihr überlebt. Gut. Noch etwas. Für den Kopf des Ungeheuers bezahle ich extra, wenn er unbeschädigt ist. Ich gebe mein Bestes. So, machen wir mal auf, dass ich zu Yesro gehe. Gib mir mein Silberschwert. Das Schwert? Wo war es doch gleich? Beeilt euch. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Bin halt schon garstig. Wir haben auch einen Trank konfisziert. Wenn ihr die Aufgabe erledigt habt, könnt ihr eure Habseligkeiten hinter den Gitterstäben abholen. Ich werde danach fragen. Dann hole ich den Professor. Blödsinn. Der Professor macht nur die Drecksarbeit. Wenn ihr was bewirken wollt, müsst ihr gegen seinen Boss vorgehen. Ich bezweifle allerdings, dass es euch gelingt. Er ist ein wichtiger Mann. Er hat Bewegungen. Ihr meint Beziehungen. Ich suche ihn. Vorher müsst ihr eure Begegnung mit der Gorgo überstehen. Passt auf meine Sachen auf. Ich bin bald wieder hier und möchte alles wiederhaben. Warum habe ich so wieder das Gefühl, dass ich wieder so einen Hauptkampf habe, wo ich nur im Kreis renne? Könnte passieren. Okay. Sieht jetzt nicht so mächtig aus. Das ist ja auch nur ein Ertrunkener und kein Gorgo. Ah! Na dann. Ja, super, ich sehe wieder nichts. Da hinten ist eine. Oh, ihr seid ein Hexer? Oh, ja. Weißes Haar, vertikale Pupillen. Zeichen einer Mutation. Sag bloß. Spart euch das ärztliche Gutachten. Vergebt mir, ich wollte euch nicht kränken. Ich bin Siegfried, ein Ritter vom Orden der Flammenrose. Ich bin Geralt. Ich habe viel Gutes über die Kampfesfertigkeiten von Hexern gehört. Wenn es euch nichts ausmacht, ich habe hier noch was zu tun und möchte es schnell erledigen. Eine Gorgo? Darum bin nämlich ich hier. Reden wir. Ja?
Glaubt ihr, ihr könnt die Gorgo töten? Die heilige Flamme leitet mich. Was veranlasst euch, auf der Jagd nach einer Bestie in die Kloaken hinabzusteigen? Sie bedroht Vizima. Der Orden kämpft schon seit langer Zeit gegen Bestien. Und zwar recht wirkungsvoll. Wartet. Das ist Hexerarbeit. Ihr Hexer seid Relikte im Aussterben begriffen. Ihr seid keine Konkurrenz. Der Orden verlangt nichts dafür, dass er Menschen beschützt. Okay. Dann finanzieren wohl Feen eure Rüstung und Burgen. Ich will mich nicht streiten. Wir sind beide hier. Kein Grund zu warten, bis man an der Reihe ist. Zumal hier auch Ertrunkene lauern. Verbünden wir uns stattdessen. Ich würde gern eure Kampfesfertigkeiten sehen und versichere euch, dass euch mein Schwert zur Verfügung steht. Captain, fällt mir in den Rücken. Also arbeite ich alleine oder kämpfe ich mit ihm zusammen? Das ist die Frage. Traust du ihm oder nicht? Nein, danke. Ich arbeite allein. Aber seid nicht überrascht, wenn ihr auf den Kadaver einer Gorgo stoßt. So. Silberschwert des Hektors. Ihr besitzt nun ein Silberschwert. Das Wechselvolk gegen magische Bestien und Ungeheuer ist. Das Schwarzschwert ist effektiver gegen Menschen und Tiere. Ah. Ja, dann. Warte. Warum kann ich nämlich nicht auf. Ich hier auf Schnellste? Warum kann ich denn den sagen? Ich kriege den schon gern. Ich kriege den nicht kämpfen, solange der jetzt neben dem anderen steht oder was? Warum kann ich den nicht treffen? Und warum kann ich den Waffenstil nicht wechseln? Warte mal, hier stimmt doch was nicht. Kann ich den Waffenstil hier nicht wechseln? Weiß ich nicht. Natürlich ist er tot. Das war ja klar. Ne, Siegfried lebt noch. Ich möchte diese Überreste haben. Was? Mehr Überreste. Mehr Überreste. Überreste sind gut. Ja, willkommen zurück. Ah, eine Fackel. Eine Fackel ist schon mal sehr gut. Da können wir schon mal was anfangen. Ich will zum Fass darüber. Noch eine Fackel. Fackel ist mehr gut. So, was haben wir noch? Blub, blub, blub. Der Stäbe. Der Mini. Und ebenfalls noch. Oh mein Geld. Geld ist gut. So. Ach, hier komme ich nicht durch. Dann muss ich ja wirklich nach da, wo der andere auch hingelaufen ist. Wie garstig. Wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Warte mal, machen wir erstmal so, erstmal die Fackel wieder an. Oh, schön. Warum kann ich denn meine Waffe nicht ziehen? Warte mal, ich muss mal kurz in die Steuerung rein. Irgendwas stimmt hier nicht. Ah, E ist das. Okay, mein Fehler. Da.
Gibt's da, warte mal, dann lass mich noch mal kurz in die Steuerung gucken. Da gibt's doch bestimmt auch eine Taste, mit dem ich die Fackel anmachen kann. Fackel, Tränke, Karte, Tagebuch, Kamera. Nö. Gibt's keine Fackelkarte? Taste? Steht unter Extrawaffen, R. Der Extrawaffen? Ah, okay. Ja. Will er nicht? Dann muss ich das erstmal einstecken? Nee, kann ich nicht. Gibt kein R. R geht nicht. Dann hast du es auf dem T-Slot. Nee, T geht auch nicht. R und T geht nicht. Gibt's noch einen Slot? RTU sind die Extrawaffen. U. Ah, es ist auf dem U. Schlüssel. Okay. So wie es aussieht. Ist hier dann noch ein Beutel. Komm mal rein. Okay, hier ist aber nichts. Steuerung ist wirklich gewöhnungsbedürftig beim ersten Teil, ja. Höhe kriegen wir auch. Ja, vor allem die Kämpfe gegen die Monster sind nicht so einfach. Warum haust du den nicht und sondern mich? Doof. Vor allem, weiß noch keine Ahnung, wo ich hin muss. Guck mal, von da komme ich. Da drüben war ich, also gehe ich jetzt noch da. Halt. Das wird beim zweiten angenehmer und beim dritten erst recht angenehmer. Okay. Das wollen wir doch hoffen. Ich laufe immer links entlang erstmal. Nimm die Linkslauftechnik. Okay. Ist mir jetzt egal. Oh. Ich hab's schon gefunden. Bist du die Gogo? Wake me up before you Gogo. Oh, da ist er. Komm zu mir. Okay. Gib mir deinen Kopf. Schau an, schau an. Die Gorgo fein säuberlich seziert. Ich bin ein Hexer. Ich töte seit meiner Kindheit Ungeheuer. Vergesst eure Trophäe nicht. Vincent hat einen Preis auf den Gorgonenkopf ausgesetzt. Danke. Kennt ihr den Weg hinaus? Ja, nehmt den Gorgonenkopf und folgt mir. Geht voran. Warum glaube ich ihm kein Wort? Lauf! Ich will nicht! Beeilt euch! Diese Tür führt aus der Kloake hinaus. Hier trennen sich unsere Wege, aber... Still. Ich höre Schritte. Seltsam. Nur wenige würden sich hierher wagen. Tötet ihn! Den Ritter auch! What? Schwert des Ordens! Ansonsten geht's euch gut. Ah, ich würde mal, ich muss mal. Ah ne, ich brauch's auf den Schnellschlag. Steh wieder auf. Du zuckst noch. Ich seh's. Nein, nein. Ich will lieber Reste noch. Nein. Freunde von euch? Kann man so sagen.
Die Schurken mit den Salamanderabzeichen stören mich schon eine ganze Weile. Ja? Wer hätte euch wohl in den Kloaken vermutet? Der Hauptmann der Wache, der Irrer aus dem Gefängnis und die Häftlinge. Ich habe mit der Gorgo um meine Freiheit gekämpft. Eine überschaubare Zahl von Verdächtigen. Vermutlich löst ihr dieses Rätsel, wenn ihr den Anführer der Banditen findet. Ich habe einen Freund in Visima, der Detektiv ist. Bittet ihn um Hilfe. Wohin des Weges? Ich habe in meinem Quartier mancherlei zu erledigen. Dann ziehe ich aus, um Bestien zu jagen, da die Welt noch voll von ihnen ist. Das habt ihr gut gemacht, Siegfried. Schön, dass wir uns begegnet sind. Ich muss meine Habseligkeiten abholen. Richtig. Vergewissert euch, dass alles da ist. Jesro ist für seine langen Finger bekannt. Gehen wir. Hier ist der Schlüssel zum Durchgang in die Stadt. Vor einigen Tagen schloss ich die Tür ab, um die Gorgo einzusperren. Danke. Ich nehme lieber nicht den Weg, den ich gekommen bin. Vielleicht sehen wir uns wieder, falls ihr je die Kloaken besucht. Ich komme öfters her, auf der Suche nach Monstern. Ah. Das ist, heilige Mission, die Menschheit zu beschützen. Sehr Euer nice. Sarkasmus ist unnötig. Wir sind auf derselben Seite, Hexer. Das werdet ihr auch noch verstehen. Lebt wohl. Und danke. Falls ihr mich jemals braucht, ich bin im Posten in Visima. So, jetzt kann ich die doch noch ausschlachten. Perfekt. Das. Und, ja, hat nichts Schades. Na, wunderbar. Gut. Ich will... ich jetzt da durch das Tor? Ja. Nee, doch. Ja. Ja, und dann muss ich auch gleich speichern. Ja. Meine Zeit ist gleich rum. Ja, meine Zeit ist rum. Aber ich sag's mal so. Matti, wenn du gleich nochmal da bist, dann komme ich einmal nur online, weil ich kann leider nicht eine Musik spielen und das aufnehmen lassen. Dann kriegst du dein Lied heute noch. So, dann speichere ich jetzt mal kurz ab. Okay, speichern. Nicht auf dem Server, dann machen wir hier auf die. Auf die Kluft speichern. Matti überhaupt noch da? Sie war eben kurz wieder da, ja. Also dürft noch da sein. So. Dann mal hier Spiel verlassen. Wenn sie noch da ist. Ach ja, welchen Tipp ich dir geben kann. Akt 2 ist dafür bekannt, sehr oft abzustürzen oder zu verbuggen. Also sehr oft speichern, okay? Danke für den Tipp. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Ja, definitiv. Maddie ist noch da. Sehr gut, sehr gut. Dann sage ich euch, bleibt einmal ganz kurz dran. Ich beende jetzt einmal den Stream. Starte ihn dann nochmal, ohne ihn aufzunehmen. Und dann kriegt Maddie ihr Lied. So, dann gebt mir einen Moment. Das will ich hier eigentlich gar nicht zeigen. So. Ich will das hier. Ja. So, ja, das war's für heute mit The Witcher. Es geht nächsten Dienstag. Was singst du? Ich werde singen von Toss a Coin to Your Witcher. Nein, das andere, was sich mir die gewünscht hat. Das Toss a Coin for your, from The Witcher, das muss ich erstmal mir anhören. Das kenne ich ja wieder nicht. Nee, ich tue ihm von Blind Guardians den Bard-Song singen. Das war's auf jeden Fall. Auf jeden Fall war's das erstmal mit The Witcher. Barbie Girl. Nein, nicht Barbie Girl. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bleibt gleich dran. Ich komme gleich wieder online. Also, das war euer Rotundi. Bis zum nächsten Mal. Au!